Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht deines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, heute bin ich bei Wolfburn. Heute habe ich der fünfte Small Batch Release von Wolfburn Nummer 204. Also insgesamt hat das jetzt hier eine Reifung bekommen von 5 Jahren in Ex-Bourbon-Fässern. Yay! Und dann bekam es eine 6-monatige Finish in First Fill Madeira. Heißt es Hogsheads oder was hieß es hier? Genau, Madeira Hogsheads. Warum Hogsheads? Keine Ahnung. Okay, gut. Wo waren die anderen 4 Abfüllungen davor, fragt ihr euch? Da frage ich mich auch. Kann ich nicht genau sagen. Irgendwie, ich glaube, einige davon habe ich tatsächlich hinten irgendwo mein Regal gut versteckt. Muss ich rausfischen. Denn das sind nicht unbedingt Sachen jetzt hier, wo man, oder ich auf jeden Fall keine große Wertsteigerung erwarte. Okay, gut. Korken groß, schön zum Ausschenken, glaube ich. Yep. Wir haben hier 5.800 Flaschen. Wir haben einen Preis von ungefähr 61,90 €. Das ist nicht wenig für so ein junger Whisky. Whisky Base Nummer 168871, 46%. Non-chilled filtered, keine Farbe, also natürliche Farbe. Jo. Also der erste Small Batch war 128. Das war ein Half-Sized, also die Hälfte der normalen Größe von Bourbon, First Fill Bourbon Fässern. Also normalerweise sind das jetzt hier 200 Liter, das heißt, es waren 100 Liter Fässern. Der zweite Small Batch war der Nummer 270. Ich sehe absolut null Logik hinter diesen Zahlen. Und da waren nur First Fill Bourbon Fässer. Gut. Spam Batch Nummer 3 war dann 375, also 1, 2, 3. Ein bisschen Logik würde man das erkennen, wenn man wollte. Und da waren dann diese Half-Size-Bourbon-Fässern wieder im Einsatz, plus ein Finish in Oro Loso, nicht schlecht. Und dann die Nummer 4, und da komme ich jetzt hier wieder durcheinander, denn das ist 155. Also, und das ist dann Ex-Bourbon-Fässern, die nachher ein Port-Finish bekommen haben. Und jetzt haben wir für die fünfte Abfüllung 204. Und das war, wie ich sagte, 5 Jahre alte Ex-Bourbon-Fässern. Nicht First Fill, nur Ex-Bourbon. Und dann da First Fill Madeira Hogsheads für 6 Monate. Vielleicht ist es einfach immer 1, 2, 3 und dann 4, 1, 2, 3. Keine Ahnung. Wie ich sagte, ich sehe keinen Rhythmus da drin, wie man das erkennen kann, welche Batch was ist. Es sei denn, man schaut einfach hier, da steht Batch 204, fünfte Abfüllung. Gut, ich werde das ein bisschen vergleichen, wie ihr erkennt mich. Allerdings, meine Flasche ist schon weg. Das heißt, ich habe nur noch ein Sample hier. Das ist hier der Wolfburn. Yay. Vielleicht schaue ich, dass ich die Flasche dahin kriege. Vibrant Stills, 7 Jahre alt. Das ist 50%. Der war 2013. Das ist eine der ältesten Wolfburns, die es überhaupt gibt. Und das hat hier Vibrant Stills rausgebracht. Preislich sind wir 10 € glaube ich, ungefähr mehr für 7 statt 5,5 Jahre. Gut, an der Nase, hier bei Madeira. Ich mache gerne normalerweise Madeira. Würde ich das als Madeira erkennen? Für mich Madeira ist häufig eine Wald-Erdbeeren. Das sind einfach diese Wild-Erdbeeren, die man im Wald findet. Und das sind einfach mal ein ganz anderer Geruch, ein ganz anderer Geschmack als diese, Entschuldigung, gezüchtete Erdbeeren, die man da selbst pflücken kann. Malzig, leichte Holznoten. Ja, die ganze Zeit habe ich ganz leichte Torfmomente, aber eigentlich sollte null Torf da drin sein. Vielleicht ist es ein Barrel Char-Moment, keine Ahnung. Angenehm. Okay, gehen wir rüber hier zu unserer Vibrant Stills. Oh, ich schmelze dahin. Viel, viel besser. Wesentlich mehr Vanille. Oh ja, sehr gut gemacht. Also, sorry, dass ich Wolfburn mit Wolfburn hier verkoste, aber ja, so ist das manchmal. Mir gefällt die Sonderabfüllungen vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Small Batch Abfüllungen. Das war praktisch ein Single Cask für Deutschland. Hier haben wir tatsächlich die 5.800 Flaschen.
So, 46%, 50% wird wahrscheinlich sogar mir auch besser münden. Cheers. Ja, Madeira. Ja, noch jung. Spritzig, leicht metallisch. Boah, ist da noch ein. Der hat noch ein bisschen Zeit nötig gewesen im Fass, meiner Meinung nach. Mann. Also, ich würde mich ein bisschen ärgern, 62 € für diese Flasche auszugeben. Es ist ein No-Age-Statement. Dieses First Fill Madeira Hogshead hat mich absolut überzeugt, diese Flasche hier zu kaufen und mit euch zu teilen und auch mit euch jetzt hier zu verkosten. Aber boah. Ich mache gleich die Gegenprobe jetzt hier mit der 7 Jahre alte Wolfburn aus dem Vibrant Stills Abfüllung. 50%. Verglichen damit cremig, reif, rund, vanillig. Ich habe auch hier jeweils habe ich ganz, ganz leichte Rauchnuancen hinten raus. Aber das ist hier, die 50% sind gut eingebunden. Und ganz, ganz am Ende habe ich, oh, guck mal, ich bin noch nicht ganz so alt, bei 7 Jahren sogar noch. Gehen wir mal zurück zu unserer 5,5 Jahre alte Woburn 204. Falls irgendjemand mit den Zahlen mir etwas sagen kann, was da 128, 270, 375, 155 und jetzt 204 auf sich hat, das würde mich echt interessieren, denn irgendjemand hat sich irgendwas dabei gedacht, hoffe ich, denke ich mir, vermute ich. Der hat einen guten Antritt. Alles ist halbwegs richtig und dann kommt die Jugend. Er kann nicht diese Jugend für mich in diesem Moment verdecken. Ich erwarte Großes von Wolfburn. Stell mal vor, eine 12, stell mal eine 15, stell mal eine 18 Jahre alte Wolfburn so vor. Lecker. Auch das mit dem Madeira jetzt hier. Ich muss mal schauen. Ich glaube, ich habe da 1,55er hier, einen mit Port. Und ich glaube, der 375er habe ich auf jeden Fall auch mit Oloroso. Das würde mich interessieren, auch der Unterschied zwischen der Half-Sized, also schnelle reifende Fässern, gegenüber den großen Fässern jetzt hier. Ja, also der kriegt eher ein 3 bis 3 Minus von mir. Also ich bin eher ein 3 Minus. Das, was bleibt, dieses Nachklang, ist einfach eine richtige junge, sprittige Moment. Und ich bin nicht gewillt, 62 € vorzuschlagen, dass ihr das ausgibt dafür. Sample holen, einfach probieren, selbst einfach eine Meinung dazu bilden. Jo. Aber einfach mal zu sagen, das ist hier Null plus Ultra, das muss er haben. Nein. Preis-Leistung, deshalb gehe ich sogar auf ein 4. Muss nicht sein momentan. Also, es gibt so viel tolles Zeug da draußen. Wir werden regelrecht bombardiert jetzt hier mit Whiskys. Alle Leute haben dann da vor Brexit alles hier rübergebracht und schauen wir mal, was nach Brexit geschehen ist und wie lange es dauern wird, bis wir wieder hier Whiskys kriegen werden. Denn ohne der ganze Drittwelt oder wie auch immer die Verhandlungen ausgegangen sind, wenn dieses Video rausgeht. Joa. Aber eine nette, schokoladige Moment ist die ganze Zeit auch hier. Also statt diesem Rauch könnte man einen dunklen, schokoladigen Moment. Wunderschöne Potenzial. Sehr, sehr, sehr freue ich mich auf das, was kommen wird. Aber ich finde diese Whisky noch leider ein bisschen jung, ein bisschen sprittig, ein bisschen grün, ein bisschen metallisch.
Ob die kleinere Fässer geholfen hätte, muss ich mal selbst probieren und schauen. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich freue mich, Wolfburn probiert zu haben. Die produzieren unter 500.000. Moment, also meine Sache hier, ich hatte es im Kopf, dachte ich mir, aber ich habe es vergessen. Die produzieren 135.000 Liter im Jahr. Das ist nichts, Leute. Da produziert jetzt momentan Finch mehr. Da produziert tatsächlich Slias mehr. Da produziert St. Killians mehr in Deutschland. Und Wolfburn ist weltweit bekannt. Also von daher Wahnsinn. Die haben einfach mal viele Produkte, die sie da ganz am Anfang gemacht haben, auf den Markt geschmissen. Cashflow ist wichtig und das ist alles. Ich finde es okay. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist: Was ist deine Lieblings-Wolfburn? Ich glaube, ich habe die gleiche Frage hier gestellt gehabt, das ist egal. Also der Wolfburn Vibrant Stills ist gut, aber der Northland ist eigentlich auch sehr gut. Aurora hat mir einfach ein bisschen enttäuscht. Eine Morvin war irgendwie nicht das, was ich wollte, auch nicht. Also schauen wir mal, was denn Gutes da aus einem ganzen, ganz im wahrsten Sinne des Wortes im Norden von Schottland operierender Distillerie denn da für uns in der Zukunft bringen wird. Alles Gute, bitte liken, bitte abonnieren, falls noch nicht, bitte auch diese Glocke draufhauen, damit informiert werden, wenn neue Videos rauskommen, täglich um 17:30 Uhr und auch am Sonntagabend um 21 Uhr. Immer wieder ist inzwischen durch mal ein Blind, ein Community-Chat, wie auch immer, da sind viele Sachen, die hier laufen. Tausend Dank, dass ihr schaut. Bis morgen. Bye bye.